Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Blood Bowl 2. Ich bin Zollchuckner90 und zeige euch Blood Bowl 2. Dann lasst uns mit der Liga mal weitergehen. Joining the league gives you loads of new opponents to bludgeon. You too can mit Macau spielen wir eh nicht. Wir spielen mit den Skaven. So, dann schauen wir mal. Der 11. Spieltag steht an. Wir haben Durchmarsch. 10 Siege in Folge. Das ist ziemlich gut halt. So, und diesmal spielen wir gegen die Orks. Aber bevor es losgeht, einmal kurz zu unserer Teamentwicklung. Momentan ein Teamwert von 1790. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich dann Unterhalt zahlen muss. Ich glaube, ab einem Teamwert von 1750 oder so. Okay, momentan haben wir auch ein Feldspiel, der hat erstmal Pause. Aber was ja nicht tragisch nicht ist. Ach, wir haben 100.000 Gold. Okay, ja, komm. Dann kaufe ich noch einmal auf der Stelle noch einen Feldspieler. Damit ist mein Kader voll. 16 Leute passen da nur rein. Somit habe ich auch einen Ersatz. So, Kauf bestätigen. Und danach würde ich sagen, spare ich nur noch halt auf Stadion halt. Wenn ich wieder... Wie viel Geld brauchen wir? 100.000 wieder. Okay. Darauf spare ich dann hinaus. So... Mit der schönen McDonalds-Werbung, die ich ja als Vertrag genommen habe für Sponsor. So, jetzt diesmal spielen wir gegen die Orks. Mal schauen, was die Orks können. Oh, das sieht wieder nach einer typischen Prügelmannschaft aus. So bei Teamwert von 1350. Boah, das wird übel. Was haben wir da? Feldspieler, die nichts können. Da haben wir einen Werfer, der halt noch blocken kann. Kurz vor Aufstieg steht er. Da haben wir einen Schwarzock, der unterstützt und Block hat. Okay. Did you know you have a fan? Schwarzorg. Okay, Schwarzorg mit Block und Knochenbrecher. Ja. Das wird ja immer besser hier. Schwarzorg mit Block. Okay. 4 Blitzer. Okay, einer davon zwei Aufstiege geschafft mit Knochenbrecher. Und plus 1 auf Geschicklichkeit. Das sieht so aus, dass das der, der Ballfänger dann noch nebenbei wird. Okay. So, ich hätte auch gerne mal ein paar Attributsaufstiege. Naja. Aber das wird so nicht kommen. So. Dann fangen wir mal mit der Partie mal an. So, mal schauen. Momentan brauche ich nichts. Was kauft er sich? Ein Blattweiser Babe, 2 weitere Wiederholungswürfe und den Ripper. Achso, das ist der Trollstar-Spieler. Okay. Are you ready to play? Dann, ja. Dann mal schauen. Wie es diesmal ausläuft. Dieses Spiel wird wahrscheinlich unter dem Motto fallen, Moschen für den Groschen. Ich sehe jetzt schon kommen hier, wie mal die Skape verprügelt werden. Ein nach dem anderen. So. Dann schauen wir mal. Good evening to all you sports fans. What's this? They've hired a star player. Okay, das sind halt die Grünen heute. Aber ich sehe wirklich... ich werde wahrscheinlich den einen oder anderen hier verletzten haben. Habe ich das Gefühl. Beim letzten Ork-Spiel waren genauso 2 Ausfälle. Erstmal. Gab halt fürs nächste Spiel halt so. And we've got an interesting match ahead of us. One where the sides are not evenly matched. Bob's quite excited, aren't you, Bob? Thrilled, more like you. I love these uneven games. There's always so much blood. Mal schauen hier. Wer gewinnt den Münzwurf? Mal wieder die KI. Orks. Okay. So, dann fangen wir mal an hier. Wir sind als erstes am Verteidigen, was okay ist. So.
Du kommst dahin. Erstmal mal schauen. Erstmal das Ganze umfunktionieren, wie immer. Wie üblich halt. So. Okay, dann fangen wir mal an hier. Zack, du kommst dahin. Ja, der Verteidiger macht als erstes seinen Aufschirm, dann der Angreifer. So. Dann haben wir hier noch. Ja. So, dann wechseln wir die beiden Gossenläufer noch aus. Nein. Dich nehmen wir einmal mit. Zack. Und dann müssen wir auch hier mal schauen. Oh ja, okay. Ach ja, stimmt, der eine fällt ja aus. Der eine Feldspieler mit Block für dieses Spiel. Ach. Ärgerlich, aber da müssen wir ja durch. So. Dann bin ich dann überlegen, dass ich halt. Genau, den tausche ich halt mit ihm. Zack. So. Dann spielen wir halt in der Verteidigung mit zwei Werfern. Halt. Was okay ist, finde ich halt. Und im Angriff halt mit drei Gossenläufer. So. Ach, jubelnde Fans. Und beide Teams erhalten einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist super. Okay. Er. Acht Wiederholungswürfe. Das ist Wahnsinn. Okay, ich habe 5, das ist okay. Weil 4 reichen eigentlich im Schnitt immer pro Halbzeit. Aber wenn man schon so bekloppt ist, 5 Wiederholungswürfe im Team zu kaufen, plus noch 2 zusätzliche und dann noch hier über die jubelnden Fans noch einzukriegen, das ist nicht mehr normal. So. Okay, dann macht er halt einen Blitz. Quietsch macht es für die Ratte. Aber die bleibt da. Okay. Unterstützung für den Troll wahrscheinlich. Ja. Nee, doch noch nicht. Okay. Aber die Schwarzochs haben wieder richtig fett rein. Ja. Wiederholung. Oh nein! Ja, okay. Dann müssen wir jetzt ohne Rattenohre auskommen. okay, dafür nehme ich keinen Sanitäter für Schwerverletzte. Ich weiß, ich brauche einen Rattenohre eigentlich, aber da muss ich halt jetzt komplett über die Geschwindigkeit jetzt spielen halt. So, da ist der Feldspieler. Okay, du bist ein. Ah ja, du bist der Dingster. Ein Würfelblock. Okay, da holen wir mal die Unterstützung von ihm noch her. Und. Wir schieben dich nur weg. Und nein, ich bleibe. Dasselbe machen wir hier auch, um halt Mitte ein bisschen zu lockern. So. Weiter am Block. Gut, du fällst. Aber hier hin und. Zack. Ist K.O. Okay. Okay, das hilft mir ein bisschen halt. So, dann machen wir hier. Ein bisschen um Feldspieler. Am besten will ich ihn hier haben. So. Nein, dann machen wir hier so. Du unterstützt ihn. Gleich. So. Dann machen wir hier. Zack. Okay, der Blitz gelingt mir wunderbar. Wir ziehen direkt sofort nach. So. Ja, wir versuchen es. Okay, das gelingt uns. So, jetzt ist er beschäftigt erstmal. Da müsste ich mal. Ja, okay, machen wir das hier. Du beschäftigst ihn so lange. Und. Zack. Du beschäftigst deine Ballträger.
Alles klar. So, dann dann sind wir erstmal durch. So. Echt im ersten Zug sofort ein Rattenoger rauskommt. Boah, das ist bitter. Das ist bitter halt. Okay, aber ist nichts Schlimmes passiert. So, dann mal schauen. Dann wollen wir mal schauen hier. Okay, der bewegt ihn dahin. Ja, okay, das ist dann Geschicklichkeit 4 Blitze. Ja, okay. Da wird da noch eine Unterstützung hergeholt. Okay, der Troll macht da hier die Lücke dicht. Okay, er stirbt doch die Sturmratte von mir. Ja, okay, weil die Sturmratte ist auch einfach umzuhauen. Nein. Anstatt den Gossenläufer, weil der Gossenläufer hat eh beides Block und Ausweichen. Den kriegt man schwerer zu Fall halt. Außer man hat noch Tackle dabei, das konnte dann auch ausweichen. So. Ein typischer Ork-Käfig. Schieben. Look on. Intimidation is the key. So. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, perfekt. So komme ich jetzt an den Ballträger ran. So nicht. Das ist doch schon mal gut. So. Is the assist gonna be enough to come out on top? Ja, okay, dann machen wir das so und ja, wir folgen direkt hinterher. Okay, da brauchen wir Unterstützung. Die kann ich schnell besorgen. So. Unity ist Strength. Okay, Hauptsache weg mit dir. Wir folgen direkt hinterher. Was? Ja, okay. Da blitzen wir einmal rein. Mittendurch. Das gelingt mir auch. Mit dem Werfer. Und wir folgen direkt hinterher. Verletzt. Oh. Wunderbar. Verpasst das nächste Match. Okay. Somit ist sein... Nein, den lassen wir erstmal noch weiter rumfliegen. Okay, da liegt der Ball. Somit ist praktisch sein Ballfänger... außer Gefecht. So, dann haben wir hier... hier ist... das ist ein Unterzahlblock, was nicht schlimm ist. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Du springst raus. Kannst einmal hier den Ball aufheben. Ach, das ist ja wieder so ein Gewürfel. Ne, das machen wir dann anders. Ich brauche hier noch eine Unterstützung. Kriege ich noch eine zweite Unterstützung her. Zack, du springst hier raus. Gehst dann dahin. Nein. Das ist doof. Ja, okay. Selbst mit Ausweichen nicht geschafft. Wiederholungswurf. Naja. Haha, hier sind some friends. That player was about to get punched above. Okay, dann schieb mich mal. At the same time. Also. Es wird zum Gruppengekuschel. Mhm. Und ja, schieb mich mal ruhig. Okay, da versucht den Ball aufzuheben und das schafft er nicht.
Nein. Okay. Ja, der Grund dafür, dass er nicht geschafft hat, ist halt, weil ich nämlich noch einen Spieler in der Tackle-Zone gehabt habe, halt, wo der Ball liegt halt, da wird der Wurf immer um 1 erschwert. So. Okay. Was haben wir da? Da haben wir da. Da liegt der Ball. Mhm. Ich könnte hier rüber passen. Okay, die Option muss ich mir erstmal gleich nehmen halt. So, erstmal den hier weg. Der muss weg, das gelingt mir auch. Wir ziehen direkt weiter hinterher. So. Dann haben wir hier. Ah ja, weil die werden ja von denen halt beschäftigt. Okay. Ja. Eine wirkliche Unterstützung kriege ich nicht. Blitzen auch nicht. So, warte mal. Der. Du beschäftigst erstmal den Großen noch. Müssen wir erst. Ist auch nur ein Würfelblock. Alles. Okay. Ja, okay. Nee, dann machen wir das so. Er unterstützt ihn. So. Dann. Versuchen wir den Werfer umzublocken, das gelingt auch. Wir folgen direkt hinterher. Ah, verletzt. Ah, wunderbar. Verpasst auch das nächste Match. Ah, das ist doch schön. So. Okay, Moschen von Groschen läuft anscheinend anders. So. Hier habe ich einen Würfelblock. Hier kriege ich noch eine Unterstützung rein. Ich könnte. Ja, wenn ich. Genau, wir machen das so. Du läufst dahin. Weil Orks sind auch ziemlich langsam. So. Okay, da machen wir nochmal. Einmal. Und noch einmal. Perfekt. So, dann versuchen wir. Ist ein Würfelblock. Den kriegen wir raus. Gedodged. Nee. Wir machen das so. Das. Soll er versuchen, den Ball aufzuheben? Okay. Dann springen wir hier wieder raus. Dann machen wir 2 Go for Hits. Ah, spurtsicher hat gewirkt. Okay, jetzt versuchen wir halt den Ball zu werfen mit einem langen Pass. Nein. Schön. Der hat ihn gefangen. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen weiter noch blocken. Der ist zu stark. Kriege ich noch eine Unterstützung hin? Ja. Dann bewegen wir uns dahin. Autsch. Okay, nichts passiert. Okay, da versucht er mir meine Sturmratte hier abzufangen, aber das gelingt ihm nicht. Weil seine Schwarzorks sind zu langsam. Der hat ein sehr langsames Ork-Team. Okay, da versucht er mit 2 Go-Fills. Ah, das gelingt ihm auch. Oh. Mit einem Schwarzen. Autsch. Ja, okay, K.O. Okay, da wird noch einmal geblockt. These black orcs are extremely useful for breaking the lines. Hier wird noch einmal geblockt. Oh. Ach nein. We can always die Ausfälle werden immer größer.
Okay, es sind momentan nur K.O.s halt, aber ob die halt rechtzeitig wiederkommen, ist eine andere Sache. Okay, da liegt der Ball. Okay, wir machen das so. Du stehst auf und bewegst dich da. So, dann... Hier brauche ich eine Unterstützung eigentlich. Du hast nix, du hast auch nix. Ja, okay, machen wir das so. Und wir laufen dann direkt hinterher. Okay, da liegt der. So. Auch auf jeden Fall noch eine Unterstützung da. Anders geht das nicht. Oder ich. Du bist ein Schwarzorg. Ball aufheben, rausspringen. Genau, wir machen das so. Er beschäftigt den Schwarzorg so lange. Okay. Now it's just a simple matter of getting the ball at their feet. It's never du rennst simple. Rein, hebst den Ball auf und dann mal schauen. So close. And yet so rausspringen. Oh. Okay, rausspringen ist. Ja, okay. Hm. Anders geht das nicht. Mal schauen. Versuchen wir mal zweimal zu spurten. Okay, das gelingt auch. Jetzt muss ich nur noch ihn beschäftigen. Aber das schaffe ich nicht. Würfelblock und Würfelblock genauso wie da. Okay, machen wir. Ein Schiebeergebnis würde mir reichen. That player is so close to a world of hurt. Dann versuchen wir ihn, ihn zu schieben. Ah, da nutze ich auch den Wiederholungswurf. Okay, das gelingt auch. Nein, wir folgen. So, das ist okay. Dann haben wir. Ah, perfekt. Ist ein bisschen risikoreich, aber. Ich hoffe, das klappt. Nein. Oh, hat er sich lang gelegt. Okay. Nee, der wird ihn gleich erstmal einmal umblitzen und dann mal schauen. Ich hoffe auf ein Schiebeergebnis. Remember, you need balls. Ah, nein. Und da fliegt der Ball hin. Ja, dann schieb mich mal durch die Gegend. Okay, da. Okay. Ich hätte beide Fallen genommen, aber nein, da boxte mich wieder zurück. Okay. So. Okay. Wir machen das so. Der Ball liegt einigermaßen noch gut in Position. So. Aufstehen. Na, hätte ich doch eher erstmal die anderen aufstehen lassen. Ach, ärgerlich. Okay, jetzt wird er zugestellt. Da holt er den Ball. Ugh, makes the blood boil. Nö, das schafft er nicht.
Apparently, this player forgot his hands in the changing room. Okay. Das ist jetzt interessant. So. Okay. Erstmal lassen wir die Leute erstmal aufstehen. So. Du läufst da nach oben. Dann. Du beschäftigst den da oben. So, du. Ah ja, du kommst dahin. Haben wir schon mal einen Passempfänger? Dann. Mal schauen. Brauchen wir erstmal eine Unterstützung hierhin? Das klingt auch. So, und jetzt machen wir einen Blitz und dann ab in die Zuschauermenge. Und ja, jawohl. So, und wir bleiben. A failure may solve this problem of players being eaten by the crowd. Just a minute. So, perfekt. Alles klar. So, dann. Einmal hierhin bewegt und zack. So, du springst raus und holst dir den Ball. Ich hoffe, das gelingt mir diesmal auch. Ah, wunderbar. Und jetzt machen wir noch ein Passspiel. Schön. Must be extremely frustrating, don't you think? 1-0 haben wir schon. So. With that touchdown under their belt, we can finally get this match started. Drei Ausfälle, wunderbar. Okay, der Rattenoger hat halt Pech gehabt, im ersten Zug so raus. Ah, da kommt eine Ratte wieder. Und ist sogar noch Sturmratte, das ist perfekt. So, dann stellen wir mal auf. Okay, bei ihnen sind schon langsam Löcher zu sehen halt. So, dann mal schauen, wie wir jetzt platzieren. So, Seite ist okay. Ja, es ist die Mitte auflassen. Okay, wir sind am Verteidigen. Da fällt noch jemand. Ach, der andere Werfer liegt. Hm. Okay. Ja, du musst Prügel kassieren. Du hast Pech gehabt. Du bist der Auserwählte, der Prügel kassieren muss. So. Okay. Das ist auch okay. Ja. Hm. Ja, ist okay. So ist okay. Einigermaßen. Noch ein Gossenläufer? Nein. Nein, da kommt noch ein Feldspieler hin. Okay. So. Ja, so ist okay. Ist jetzt nicht überragend, nicht, aber passt schon. So, einmal Anschlussergebnis. Was haben wir diesmal? Noch ein zusätzlicher Wiederholungswurf. Okay. Be gone, fell demon. Problem, Bob? Playing fly in my coffee. Ja, dann macht er halt einen Blitz. This is going to be decisive. Aber die Mitte will er versuchen auszudünnen halt. He won't leave him alone anytime soon. So, ja, das ist fast nur ein Zwang auf Laufspiel zu gehen hat, weil ich habe ihn seinen Werfer rausgeschmissen und sein super toll Geschicklichkeit 4 Blitzer.
Jetzt wird er wahrscheinlich noch auf Laufspiel hinausgehen, was die KI meiste Zeit eben. So, dann. Okay, du stehst nur auf. Genauso wie du. Ist nur ein Würfelblock. Ah, da kriegen wir noch eine Unterstützung auf der Schnelle hin. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Da fliegt er auf Nase. Aber wir bleiben noch. So, dann haben wir hier noch den Stärke 4. Aber Schwarzorg hauen wir auch jetzt noch mal eben auf der Schnelle raus, aber wir bleiben. Ah, nichts passiert, ist okay. Dann brauchen wir hier noch eine Unterstützung. Und da haben wir den Schwarzorg genauso raus. Okay, da schieben wir den nur. Nö. So. Ich könnte mit einem Würfelblock ihn hier erreichen. Okay. Dann machen wir das so. Zack, zack. Aber die Unterstützung holen, damit wir einen Zwei-Würfel-Block haben gegen den Ballträger. Weil beide sind ja drei stark und ich habe da ja eh eine Unterstützung. Ja, da machen wir eh einen Zwei-Würfel-Block daraus. So. Perfekt, der fliegt auf Nase und. Nein, ich bleib stehen. Okay. Ja, Kumpel, dich muss ich wahrscheinlich opfern. Anders geht das nicht. So. Du beschäftigst mal den Troll. Sein Starspieler halt. Okay. Okay, was ist der direkte Weg? Ist hier Dodge, 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 Dodge. Ball aufheben, okay. Nein, der direkte Weg ist doof. Das ist mir zu viel gewürfelt. So. Da einmal und hier. Da üben wir noch Druck noch auf. So. Okay. Na, mal schauen, was er macht hier. Mit seinen 5. Wie viel hat er da? 5, 6. Noch 9 Spielern. Okay. Okay, da stellt er halt meinen Gossenläufer zu. Da war ja klar. Und einmal schieben. Ach, da greift er den. Ja, okay, stimmt. Greifen halt. Ja, Ball aufheben. And it didn't come off. So. I certainly was, Jim. Okay. Das sieht doch schon ein bisschen interessanter aus. So, okay. Hier hat er, ja, hier hat er mich komplett zugestellt. So, ihn müssen wir eigentlich wegkriegen. Oder ihn. Kriegen wir das auch hin? Ah, okay. Dann machen wir das so. Du unterstützt ihn. Einmal rausspringen. So, dann machen wir halt einen Blitz. Einmal von hier aus. Zack. Ja, das gelingt uns auch. Und wir schieben den Troll weg. Wir laufen direkt hinterher. So. Haben wir das schon mal. Geblitzt habe ich. Blockieren. Nee. Wir machen direkt halt. Und Unterzahl blocken mache ich nicht so. Ne, wir machen zack. Einmal Ball aufheben, rausspringen und dann direkt einen Touchdown.
failure that could cost his team dear. Oh. Na, ja, dann nochmal Wiederholungswurf. So close. So very close. I'm certain nothing. Perfekt. 2-0 gegen die Orks. Here's the touchdown, which could protect them from a comeback. This might be the end. Und Halbzeit. Trifft sie ja wunderbar. So. Immer noch zwei Verletzte. Wunderbar. Perfekt. Okay, da mal schauen. Ah, der zweite Werfer ist auch dabei. Alles klar. Läuft doch alles. One team's got some early knockouts back. A shortage of two players is not insurmountable, but it's not easy to overcome either. This team needs to remain calm and collected. They'll be kicking the ball back to the winning team again. Nein, wo ist genau ihn will ich haben. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich brauche auf jeden Fall noch einen. Ja, okay, du schreist danach, dass du verprügelt wirst. So. Okay. Ah, lass mir ihn mal aufsteigen. Warum bist du draußen? So, ich brauche halt meine Ratten mit Block. Okay. Dann wechseln wir halt die Stellung, den Posten ein und der Werfer geht auch raus. Du hast keine Punkte, du hast auch keine Punkte. Ah ja, das spielt keine Rolle. Zack. Ja. So. Dann nach da und zack. Perfekt. So. Steinwurf. Okay. Der Stein hat den Starspieler erwischt. Das ist doch schon mal schön. Das erlaubt mir ein bisschen Zeit. So. Ach, der Ball ist direkt hier. Wunderbar. So, jetzt müssen wir erstmal eine Lücke mal gucken. Wie kriegen wir am besten die Lücke auf? So. Genau, du bewegst dich dann mal. Oder? So, 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 außerhalb. Machen wir so, genau. So, dann machen wir mal eine Lücke hier auf. On the edge of the field there. Within grasping range of the fence. Schieben. And they're looking hungry. Nein, wir bleiben. Ich will mich noch ein bisschen anders. Oh, nö, da kann man auch direkt hier hin bewegen. Direkt mich anders positionieren. So, dann haben wir schon mal. Das ist relativ zügig. Okay, dann haben wir schon mal den ersten Passempfänger. These Skavens are just too fast. Look at them. Okay, dann. So, dann. Ein Würfelblock. Ne, dann machen wir mit ihnen Block. Das gelingt auch wunderbar. So, und ja, wir folgen manchmal, ja. Ah, nichts passiert. Hm? Hier ist auch ein Würfelblock. Und da folgen wir auch hinterher. So. Wir müssen noch.
den Kumpel noch beschäftigen. Den da oben. Okay. Ja, okay. Ja, du beschäftigst dann den so lange. Und Thomas muss den wohl oder übel beschäftigen. Anders geht das nicht. Ich habe 4 Wiederholungswürfe. Ja, komm, nehmen wir ein. Okay. That player's like a streak of lightning. Yeah, it's a streak of something, Jim. But I wouldn't call it lightning. Nee, das ist mir auch zu risikoreich. Dorthin, dann dort und dann von dort aus. Wunderbar. Und den Ball. Ja, den Ballträger. Nein, wir bewegen uns dahin. Zack. Und wir machen noch keinen Pass. Wir geben erstmal ab, oder? Soll ich faulen? Ja, faulen könnte ich, aber nee, ist mir noch zu kostspielig. Ach, weißt du was? Wir machen das einfach. Platzverweis. Schade. Hab so gehofft. Okay, der Rüstung hat er durchbrochen. Naja. Aber da Doppelfünf. Ja, dann macht er halt einen Blitz, okay. Ja, dann schiebt mich mal eine Runde. Zwei Würfelblock ist okay. Hm. Ha, nichts passiert zum Glück. Ja, dann wollen wir ausweichen. One more step in. So, okay. Läuft doch ziemlich gut für uns. So, da machen wir ganz simpel. Ich brauche eine freie Wurflinie halt. So, den blocken wir jetzt weg. Schieben reicht mir schon vollkommen. So. Folgen wir direkt hinterher. So, du schießt mir einfach nur auf. Dann haben wir hier noch einen sicheren Block, können wir machen. Eventuell hier. Da hole ich den mal zur Unterstützung. So, ah, perfekt. Und okay, Rüstung durchbrochen, aber nichts passiert. Sonst haben wir hier Unterzahlblock, Unterzahlblock, Unterzahlblock. Nein, das ist mir alles zu riskant. Dann laufen wir hier hin. Ah, das macht auch keinen so großen Unterschied. Ob ich jetzt mich dahin bewegen oder da. Machen wir halt ein Passspiel. Gehen wir somit in der 3:0 Führung. So. Winning score have built up quite the lead. Is it too late for the other side to counter? Da haben wir jetzt 3:0 zur Führung gegangen. Läuft einigermaßen. Der will immer noch nicht kommen, der Schwarzorg. Ich fass es nicht, okay. Platzverweis auch noch.
Naja. Faulen tue ich eigentlich sehr selten. In dieser Geschichte, so. Mal schauen hier. Smaller the team, the harder it is to score. Need to find replacements. Erstmal schauen, was hier so Sache ist. This team now has to kick the ball to the losing squad. Tausche ich erstmal aus. Erstmal wieder eine geordnete Ordnung machen. So, du. Du kannst Prügel kassieren. Okay. Okay. Ja, ist okay, alles so. Zack. Zack. Nö, so ist eigentlich recht solide. Mal schauen, was Anschlussergebnis sagt. Also erstmal baut er nochmal um. Ich hoffe wieder so ein Steinergebnis. Nein, schneller zu. Okay, der Angreifer darf einen Zug sich bewegen, aber macht eh nichts. Scoops up the ball with ease. Ah, dann macht er halt einen Blitz, okay. Ja, ich habe keinen Block. Ärgerlich, aber was will man machen? Gold-plated brutality right there. You can always trust a black orc. Okay, er gibt ab. Okay, drei Blocks gemacht, dreimal durch die Rüstung gekommen. Okay. Ach, verdammt, habe ich... Okay, Wiederholungsschuss. Ah, da habe ich nicht aufgepasst. Ah, das war ein schneller Zug. Aber nicht aufgepasst. Ach, K.O. auch noch. Nein. Ah, einmal nicht aufgepasst. Ach, verdammte Axt. So. Ja, okay, jetzt soll der Ballträger mal ein bisschen mal zu mir rüberkommen. Ja, der typische orkische Käfig halt. Ja, ich ziehe jetzt ungefähr noch ein paar Leute zurück. Ja. Oh, da macht die hier einen Blitz, okay. Go, big guy. Trample all over him. Ja, dann schieb ich meine Runde. Darf ich ausweichen? So. Da machen wir. Du stehst nur auf. Du stehst auch nur auf. Du bewegst dich mal dahin. So. Dann machen wir erstmal wieder eine Lücke rein. So, dann machen wir halt einen Zwei-Würfe-Block. Das gelingt auch. So. Und wir ziehen direkt hinterher. K.O. Schön. So. Muss ich hier mal schauen. Hier kriege ich auch einen Zwei-Würfel-Block hin. Und ja, schieben. Schieben ist okay. Ja, schieben wir dich dazwischen und
bleiben. So. In den Schwarzorg. Da folgen wir direkt hinterher. So, da machen wir noch ein. Ah, perfekt. Noch hinterher schieben. So. Sieht doch schon mal etwas solider aus. Geblitzt habe ich. Mhm. Genau, lass uns mal dahin bewegen mit dem Werfer. This could be a sack. I love it. Und hier laufen wir nur als Passempfänger nach vorne. Mit dem Gossenläufer. Nö, du kannst schon mal dahin laufen. Das ist okay. Zack. Those vermin are fast, Jim. So, Zug Nummer 12. Mal schauen, was die KI jetzt so macht. Na, da wird man einfach nur aufgestanden, okay. Zwei Würfelblock. Ah, okay, da passiert auch nichts. So. Ah, Schmerz. One less obstacle for the ball carrier. Textbook stuff. Okay, da hat er seinen Ballträger jetzt frei geblockt halt. Okay. Unfassbar, okay, da macht den Würfelblock. Ja, schieb mich mal. Auch ein Würfelblock, okay. So. Dann mal schauen. So, du beschäftigst erstmal die. Muss ich jetzt erstmal schauen. Okay. Ah, dich kann ich nicht so wegblitzen. Aufstehen ist okay. Das ist ein Unterzahlblock. Hier rein und hier. Okay, wie kriegen wir das jetzt am besten gelöst? Ich kann auf jeden Fall eine Unterstützung hier gebrauchen. So, das ist schon mal sicher. Dann... Okay, du hast Ausweichen, du springst einmal hier rein und hier. Ach, mit 33%iger Chance, okay. Unterzahlblock. Krieg ich den dahin? Ja. Der Schwarzrock muss erstmal weg. Anders geht das nicht. Okay. Dann ein Schiebeergebnis würde mir schon reichen. Ah, perfekt. Ja, wir folgen hinterher. So. Okay, nichts passiert. So, dann springen wir hier raus. Dann machen wir einen hier hin und dann blitzen wir den Ballträger um. Ah, das gelingt auch. Das ist doch schön. Und wir folgen direkt hinterher. Nein, den Ball will ich nicht fangen. Den lassen wir nochmal. Scatter. Ah, hat er den Ball gefangen? Ich fasse es nicht. Okay.
Dann haben wir hier noch einen Würfelblock. Da habe ich keinen Block. Hier ist unterster Block. Wenn ich hier rausspringe. Das ist alles so doof. Ja, okay, machen wir hier noch einen Würfelblock. Nein, da spare ich mitten auf. Ja. Okay. Okay, dann will er den umblitzen, okay. Ja, schieben ist okay. Dann schieb mich mal weg. One less obstacle for the ball carrier. Textbook stuff. So. Ja, den würde ich doch kriegen noch. Wie schnell ist so ein Feldspieler? Na. Okay. Was passiert da? Okay, nichts Schlimmes. Das ist super. Okay, was passiert hier mit dem Block? Auch nichts. Oh. Okay. Ja, wir machen das ganz simpel. So, erstmal die Leute aufstehen lassen. So, das ist das Wichtigste. So, dich lassen wir aufstehen. Dich lassen wir aufstehen. Und dich lassen wir auch aufstehen. So. Dann. Du bist ein Feldspieler. 5 schnell. 1, 2, 3, 4, 5. Mit 2 Go-Fools schaffst du das. Dann positionieren wir dich einmal hier hin. Den lassen wir auch noch aufstehen. Dann blitzen wir den um. Zack. Da will ich mal Wiederholungswurf. So. Hauptsache weg mit der Kirsche. So, dann mache ich. Dann brauche ich hier. Dann 2 Würfelblock. Ah, das gelingt mir auch. Das ist doch schön. Fangen wir direkt hinterher. So. Okay. Zack. Dann holen wir uns den Ball. Und machen direkt jetzt. Ja, 2 Go-Fools halt. Ich verzichte auf ein Passspiel und mach direkt ein Laufspiel. Einfach mal durch. Wenn es mir gelingt. So, dann machen wir noch einen 2 Würfelblock. Gegen den Schwarzorg. Boah. Bleiben wir halt einfach stehen. Ist okay. So. Ja, der Ork-Spieler kommt praktisch hier mit meiner Geschwindigkeit nicht zurecht halt, weil sobald ich den Ball habe, bin ich hier wirklich sehr schnell damit wieder weg. Der schaut nur noch hinterher. Praktisch. So. Okay. Ah, noch ein K.O. einkassiert. K.O. ist okay. Ja, Wiederholungswurf hat er sogar geschafft mit seinen Einzelgänger. So. Okay, der steht noch frei. Okay, der würde mich. Wenn ich hier stehe, dann würde er mich kriegen noch, okay. Machen wir direkt noch. Zweimal go for it. So. Gut gelungen. Ein Würfelblock.
Hier ist auch ein Würfelblock, okay. Was mache ich denn mit dir? Du bist nochmal 6 stark, okay. Ganz einfach, ne, du sollst den mal beschäftigen. So. Und dann haben wir noch... Dann machen wir noch einen 2-Würfel-Block. Perfekt. Nichts passiert, okay. Du machst halt den... Machst gleich eine unterstützende Arbeit noch. Für später. Okay, du blockst den Schwarzorg. Umschieben. Dann blocken wir mit ihm noch mal eine Runde. Auch schieben. Und, ja, okay, schieben. Schieben ist okay. Ja. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich hier rausspringe und hier stehe, muss ich noch 2 Go for Hits machen. Nee, dann machen wir einfach nur einen Würfelblock daraus. Ja, das gelingt auch. Ich hab Blocken, du nicht. So. Du hilfst da oben da deinen Kumpel da. Zack. So, dann gehen wir erstmal ab. More the merrier. So. Okay, dann macht er halt seinen Blitz oben. Ist ja auch K.O. Ach, ja. Auch K.O. Ah. Oh, die K.O.-Bank füllt sich schon langsam. 4 K.O.s, okay. Ja, ja, ist okay. Dann machen wir nochmal einen Wiederholungswurf, habe ich. Da schieben wir den einmal dahin. Ja, folgen wir direkt hinterher. Kriegt noch einen noch zur Unterstützung. Ja, mit einem Go for Hit. Ja, machen wir das. Ja, und dann schieben wir den erstmal raus. So. Ja, schieben ist okay. Mal schauen, was die Zuschauer mit dem machen. Nichts Schlimmes. Okay, da machen wir nichts mehr. Da kann ich noch einen Würfelblock riskieren. Ah, komm. Da machen wir noch einen Würfelblock noch eben. Ah, das gelingt auch. Wunderbar. Und dann machen wir noch einen Last-Minute-Touchdown. Dann gehen wir 4:0 in Führung. Fertig. So. Left. 4:0. Einmal noch eine Runde Prügel einkassieren, heißt es dann, und dann bin ich auch durch. Ah, kommen die beiden endlich wieder. Oh, nur 2 kommen wieder. Okay. And a few of the knocked out players return to the action. They're down a player.
Easy to replace. Kommst du dahin und du dahin? They kick the ball to the opponents. Now it's time to think defensively. Ja, dann gehen wir mal nur ab. Mal schauen, was noch passiert. Hoher Abstoß. Okay. Ah, kann man versuchen, mal den Ball zu fangen. Das gelingt mir nicht. Und ein Touchback noch, okay. Okay, einmal Prügel um die Welt kassieren. Ach nein, jetzt habe ich den Werfer da vorne stehen gelassen. Ah, verdammt. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst bei der Aufstellung. Ah. Ja, okay. They're building a cage around the ball here. It's a solid tactic. So. Okay, dann macht er halt einen Blitz. Nichts passiert. Okay. Nach zwei Blocks machen kann er noch machen noch. Den Blitz hätte ich woanders gemacht halt, aber naja, ist halt die KI. Jetzt kommt der Troll, ja, haus noch mit dem Werfer noch um. Ah, ja, oder? Ne, der Schwarzorg. Okay, ich bin fein raus. So many touchdowns, Jim. I've lost count. I mean, I can only count to three anyway. That was a lot, right? Hui, fein raus aus der Geschichte. So. Nö. Okay. Explodierende Ausgaben habe ich jetzt 10.000. Die 2 gefällt mir nicht. Da wiederholen wir nochmal den Wurf für die Goldbelohnung. 5. Ah, perfekt. Fanfaktor ist auch noch plus 1 gestiegen. Wunderbar. Schauen. War solide Punkteausbeutung auch noch gemacht. Perfekt. So. Ach, nächstes Spiel schon wieder gegen die Orks. Okay. Das ist irgendwann mal später. So, Punkt. Teamwert schon von 1920. Das ist ziemlich viel. Okay, ich habe auch einen großen Kader halt. Und ach, der Feldspieler ist aufgestiegen. Perfekt. Was kriegt er als... So eine 5. Ja, was gebe ich denn halt den? Okay, Mann. Also jetzt die Frage, was gebe ich den halt? Gebe ich den halt Tackle? Profi ist auch nicht schlecht. Manndeckung ist interessant. Abwehr. Unerschrocken. Pass verhindern. Brutal. Das ist jetzt die Frage. Ach komm, ich gebe ihm mal einfach Tackle mal. Tackle ist ein... Ist ein super Skill. It's rumored that Spike Magazine editor Yuri Rinnell actually hates sport and would rather play. Dann machen wir das. Dann bauen wir noch eben noch das Stadion noch aus. This has nothing to do with halt. Bad mouthing me in that last issue. Haben wir nochmal 100.000 Geld für Stadion investieren? So. Dann kann ich auch jetzt auch endlich Infrastrukturen kaufen. Das, die nächste Ausbauung kostet 200.000. Okay, bis dahin müsste ich so viel Geld haben. So, Infrastruktur. Was haben wir da? Einmal den Zauberladen. Aha. Beide Teams bekommen kostenlosen Zauberer. Kann man machen. Sicherheitsoger. Randale und Plattsturm können nicht mehr antreten. Nö, das Ergebnis fand ich schon witzig. Was haben wir da noch? Bierstand. Plus 1 auf Verletzungswürfe, wenn ein Spieler vom Platz geschoben wird. Ist auch eine Überlegung wert für später.
Was haben wir da? Schiedsrichter-Ruhebereich. Okay, in der Anreizphase bekommen beide Teams kostenlos eine Bestechung. Kann man machen. Ah, Betonfeld. Ah, so ein Betonfeld. Plus 1 zum Modifikator auf Rüstungswurf nach fehlgeschlagenem Spurt. Auch nicht schlecht. Okay, so ein sanfter Rasen ist minus 1. Kann man mal machen. Königliche Loge. Verdoppelt alle Gewinne und Verluste beim Fanfaktor. Das ist interessant. Squeak Sandwich-Bude. Das Anschlussergebnis Steinwerfen und Schnappenschiere kommen nicht mehr ein. Können nicht mehr eintreten. Na, nö, das sind doch eins der lustigsten Ergebnisse. Naffelaltar, während der Anreiz kosten Starspieler 50.000 Gold weniger. Zauberkugel. Ach, da. Achso, das ist halt hier Wetterergebnis halt. Kommt nicht mehr vor. Wo ich sagen muss, Wetterergebnis ist immer witzig halt so. Ja, aber ich denke mal, ich werde demnächst auf die königliche Loge halt sparen. Bevor ich halt mein Stadion noch baue. So. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. So, dann sage ich mal noch hier bis die Tage. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, noch einen schönen Tag noch. Na, dann sage ich mal auf Wiedersehen und bis demnächst. Tschüss.